Guten Morgen. Achtung, Arschloch. Ah, was will er denn schon? Ja. Ja, wir haben Dienstag nach Pfingsten. Und wir haben jetzt 6.50 Uhr. Ja, eigentlich wollte ich viel eher los, aber Abgabe, Terminal hat sich geändert. CTB will den Leercontainer nicht, also muss er zum CMR. Und da war nächste Slotbuchung nicht vor 11 Uhr möglich. Ja, lustig wird es auch noch, weil Terminals haben Warnstreiks angekündigt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann geht da nämlich eine Runde gar nichts mehr. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten, ein bisschen abwarten, was sich da so entwickelt, weil die haben Tarifverhandlungen und wie das dann eben so ist, das ist Verdi organisiert. Dann kann das nun mal halt mal dort leider passieren. Aus Erfahrung weiß ich, da geht dann gar nichts. Ja, gerade CTB will dann wo irgendwie 24 Stunden streiken oder so. Und ja, bei der Arbeitsweise, bei denen, ach, lassen wir das. Ja, ich fahre jetzt mal aufsatteln und dann wollen wir uns mal Richtung Hamburg auf den Weg machen. CMR abgeben, so gegen 10 rufe ich dann mal in der Dispo an. Und ja, warten wir mal ab. Kurze Woche. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben sie hier natürlich auch die Baustelle auf der A1. Da ich ja zur CMR muss, fahre ich über die 1 rein. Und heute geht's, weil viele haben Urlaub, jetzt über der Nacht Pfingsten noch. Und ja, ohne Baustelle kommt man dann also nicht mehr nach Hamburg. Naja, schön lang ist er auch. Irgendwie so 10, 11 Kilometer. Ja, bin mal gleich gespannt, wie voll das da ist bei CMR. Ja, von der Dispo habe ich noch nichts gehört. Da werde ich mich gleich mal melden. Ah, wenn ich da bin. Dann kann ich auch abschätzen, wie lange das da ungefähr dauert. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Was fährt der denn da durch die Gegend? Quickie-Schachtel. Na denn, na denn, na denn. Ne Quickie-Schachtel. Wo will der hin? Na, nach St. Pauli? Metern bleiben Sie links, dann nehmen Sie die Ausfahrt. Bleiben Sie links, dann nehmen Sie die Ausfahrt. Mit Kuppfenstern drin, das hat was. Ja, also bis zur Straße und zum Deich hier stehen wir schon mal nicht. Hier stehen wir auch noch nicht. Guckt keiner? Nein. Ja, das sieht ja ganz gut aus.
ist ja nichts los. Naja, das Glück muss man auch mal haben. Oh. Ja, 1, 2, 3. Ein paar. Oh. Naja, ist ja auch mal was. Ja, so, neuen Auftrag habe ich auch. Geh dem Bummel, Kai, wohin auch sonst. Ein 40er, 12 Tonnen, 13 Tonnen ungefähr brutto, nach Homberg, Efze, 3, 4, 5, 7, 6. Reifenvertrieb 24. Aha. Also irgendein Online-Shop, weil die Dinger heißen alle irgendwie was mit 24. Ja, sind so 380 Kilometer. Muss ich mal gucken, bis wohin ich fahre. Und die Leerkiste geht dann nach Frankfurt. Zu DBI. Also mal nicht Contago 1 oder Contago 2. Ja. Na, gerade mal mein Wasserkanister vernünftig hier festgemacht. Weil ich habe im Fußraum vom Beifahrer habe ich den stehen. Und da hat sich irgendwie mein Band gelöst und kaputt gegangen, womit ich den immer fest hatte. Und da ich im Keller noch irgendwo bei mir so ein netten Expandergurt rumfliegen hatte, habe ich den jetzt mal einfach genommen. Und jetzt, ja, klappert er nicht mehr. Man muss sich nur zu helfen wissen. Kiste drauf am CTB. Und so schnell wie heute war ich noch nie wieder raus hier. Okay, also aus der Spur wieder raus. Noch bin ich hier ja nicht raus, weil hier ist irgendwie ja tote Hose. Total ungewohnt. Nix los. Ladekräne, keine Schlange. HO2, alles frei. Ja, was heißt alles? Aber der größte Teil. Gucken, wie es beim Rausfahren jetzt ist. So, wo willst du hin? Dahin. Okay, ach, du drehst erst. Ja, das ist gut. Ja, hier so vereinzelt mal, aber das ist ja gar nichts. Nach 80 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Das machen wir. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt, Burchard Kai. Kommt ungefähr hin mit dem Gewicht. Bin mal gespannt, was gleich. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Was sagt meine Achslast?
8,0. Ist ja nix. Mal gucken, was der Interchange gleich sagt. Ja, ist der Elbtunnel wieder gesperrt in die andere Richtung, Richtung Norden. Höhenkontrolle hat ausgelöst. Tja. Das hat man gerade im Hafen auch gemerkt, weil die Schlange ging bis zurück auf die Kölbrandbrücke. Bis dann einige mal geschnallt haben, dass das ja nur für die A7 Richtung Norden ist. Naja. Naja, du mich auch. Ein bisschen windig ist es. Aber ansonsten die ersten drei großen Baustellen hier auf E7 ziemlich zügig durch. Ohne jetzt irgendwelchen Wahnsinnszeitverlust. Das übliche kleine Stocken hast du immer. So. Wo bin ich jetzt? Goslar, Bad Harzburg, Lammspringe, Rüdenharz. Ja, bis Göttingen fahre ich. Dann habe ich morgen früh noch eine gute Stunde. Aber viel weiter werde ich nicht fahren. Also das heißt viel weiter. Ich werde bis Göttingen fahren. Also ungefähr 50, 55 Kilometer noch. Und eine Schicht im Schacht. Weil dann werden wir ja 16 Uhr rum haben. Und wenn ich dann noch weiterfahre, kriege ich in Kassel sowieso nichts mehr. Und das übliche Spiel halt, ne? Ja. Ach, nee. Das ist hier die zweite ganz, ganz lange Baustelle. Die fünfte Brücke, die da drin ist. Also da werden wir noch ein bisschen länger hier Spaß mit haben. Achso, was mir gerade mal einfällt, ich habe gestern Nachmittag auf Pfingstmontag zwei Videos geschnitten. Bei dem einen, ich meine, das ist im CTB, naja, wo auch sonst eigentlich, ne? Irgendwie für 30 Sekunden oder sowas der Ton weg. Das musste ich zwangsweise so machen, weil da irgend so ein Lied von Felix Jen oder sowas erkannt wurde bei YouTube. Und da blieb dann nur die Möglichkeit, wegen Urheberrechtsverletzungen das Video zu löschen, neu zu schneiden. Oder aber den Ton für diese Sequenz auszublenden. Ich habe mich dann für Tonausblendung entschieden. Ja. So, Einbeck. Duderstadt. Tidip, tidip, tidip. Und ep. So, noch 3 Kilometer bis zum Feierabend. Hier vorne kommt, glaube ich, noch irgend so ein Autohof oder so. Aber da will ich nicht hin. Ja, genau. Hier Rossdorf. Da gibt es einen Autohof.
Hier links sieht man das gleich auch an diesen Schildern. Da, Burger King, Spielbank, Real. Ja, bei uns gibt es kein Real mehr. So ein Mist. Da ist jetzt Kaufland drin. Komme ich ja gar nicht drauf klar. War ja am Wochenende mit meinen Kiddies da drin, aber haben wir nur drei Sachen mitgenommen. Weil ich hatte keinen Bock, stundenlang mich dort auf Suche zu begeben, wo hat Kaufland denn wohl was stehen. Dann sind wir wieder weggefahren. Sind wir zur Rewe. Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, 6.30 Uhr. Ja, mal eben Abfahrtskontrolle gemacht. Alles noch da. Ja. Wollen wir uns mal auf die letzte Stunde zum Kunden auf den Weg machen? Und mir gestern noch mal auf Maps angeguckt. Ja, das Gebäude selbst befindet sich auf einer ganz anderen Straße. Das ist so parallel, so zwischen zwei Straßen gebaut. Da muss ich nachher mal gucken, wie ich da überhaupt zu dem hinkomme. Gibt da wohl nur eine Einfahrt. Aber warten wir mal ab. Und das ist wieder so. Sechs unterschiedliche Firmen sind da wohl. Und teilen sich wohl eine Lagerhalle. Ja. Das übliche Chaos-Spielchen. Ja. So, noch 2,5 Kilometer, dann soll das da sein. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Homberg. Dann biegen Sie links ab. Aha. Ja. Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie links ab. Robert Bosch Straße. Wo wollt ihr denn alle hin? Nach 300 Metern biegen Sie links ab Zorngrabenstraße. Was? Zorngraben. Tatsache. Homberg. Biegen Sie links ab. Ende der Straße biegen Sie links ab Industriestraße. Genau, die habe ich auch auf Maps gesehen.
Engels. Biegen Sie links ab. Karl Schiller. Oh, hier fuhr, glaube ich, auch schon lange keine Eisenbahn mehr. So, vor kurzem erst. So, und da hinten rechts, genau. Am Bahnhof, ja. Entsorgung, Tiefbau, Abriss. Aha. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab am Bahnhof, dann halten Sie sich rechts am Herzberg. Biegen Sie rechts ab, dann halten Sie sich rechts. Hier soll ich durch. Ja. Halten Sie sich rechts am Herzberg, dann haben Sie Ihren Zielort erreicht. Delay GmbH, die sitzen dann nämlich mit drin. Sie haben Ihren Zielort erreicht am Herzberg. Danke. Da hinten sind sie. Sieht aber hier, ne? Einsam und verlassen aus. Pallet Ways. Da hinten war schon mal einer. Gucken wir doch mal. So was liebe ich hier ja, ey. So, richtig bin ich schon mal. Allerdings können die mich hier nicht entladen. Ich soll einmal außenrum um die Halle. Das machen wir. Felgen sind drauf. Keine Reifen. Alles Felgen. Wenn die schick sind, dann... Ach, lassen wir das. Ach, über den Parkplatz. Um die Halle rum. Das kann ja nur da sein. LKW-Zufahrt Wareneingang. Das Schild hätte ich noch ein bisschen kleiner gemacht, nicht dass das auffällt. Passt aber. Jo, das sind alles Autofelgen hier. Jo. Jo, ich bin da jetzt schon wieder weg. Das war so eine 15-Minuten-Klamotte. Da war die Büchse leer. Ja. Und dann habe ich da mich vorne auf dem großen Parkplatz noch eine halbe Stunde hingestellt.
Dann hatte ich wenigstens Fahren meine Pause Sie voll. Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B323 Richtung Rotenburg an der Fulda. Und jetzt geht's nach Frankfurt. Folgeauftrag habe ich dann auch. Wäre ja zu einfach, wenn es den nächsten Lehren in Frankfurt gäbe. Nein, es muss nach Germersheim. Und ja, sind auch 130 Kilometer. Die Sheriffs. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt A7 E45 Richtung Würzburg. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Wen holen die sich denn da jetzt fahren raus? Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Dann fahren Sie auf die Autobahn. So, und von Germersheim 9 Kilometer weiter ist die nächste Ladestelle für morgen früh 8 Uhr. Ja, dazwischen gibt es nichts, wo man sich hinstellen kann. Also muss ich gleich mal nochmal anhalten. Gucken, ab wie viel Uhr Germersheim aufmacht. Dass Folgen ich mich Sie kurz vor Germersheim hinstelle oder so. Richtung Kirchheimer Dreieck für 27 Kilometer. Gleich mal auf Maps angucken. Aber erstmal gebe ich in Frankfurt ab und dann schauen wir mal weiter. Wo ist das da? Germersheim abholen. Bellheim. Die wird nicht schwer, die Kiste. Ein 40er. Ja. Ja, auf Maps schauen. Oder Kunden mal gleich dann anrufen, fragen, ob man sich da irgendwo hinstellen darf. Ich glaube, die machen einen Ausflug. Die Bielefelder. Ja. Irgendwie ist heute der Wurm hier drin. Dauerschleichen. Naja. Frankfurt. Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Frankfurt Ost, dann biegen Sie rechts ab. Ja, dieses Mal nicht quer durch die Stadt. Außerdem ab 15 Nach 500 Uhr. Metern biegen Sie rechts ab Richtung Stadtmitte, dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Genau. Weil ab 15 Uhr ist halt Frankfurt gesperrt, weil irgend so ein JP Morgan-Lauf ist, so ein Firmenlauf. Und der geht da wohl irgendwie voll durch die Innenstadt. Ja. Aber jetzt komme ich hier direkt am XXL-Kreisverkehr an. Hier unten
unten rechts ist das nämlich schon. Biegen Sie rechts ab, ja. Richtung Stadtmitte, dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. Genau, und dann bin ich nämlich auch schon da. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab, Leitbrandstraße, dann halten Sie sich links. Halten Sie sich links, Ferdinand-Tarp-Straße. Ja. Da will ich hin. Tidim, tidim, tidim. Da sind sie ja wieder. Die gleiche Menge. Ja, ich bin mittlerweile auf der A67 in Richtung Germersheim unterwegs. Gerade noch mein Päuschen gemacht, weil sonst komme ich da an. Bleiben Sie links. Jo. Jetzt geht es gleich auf die A6. Bei Germersheim danach muss ich mal gucken, wo ich mich hinstelle. Und da ich da nicht so hundertprozentig weiß, wie und wo. Ja. Habe ich lieber ein bisschen mehr Lenkzeit im Nacken. Bleiben Sie links. Ich glaube, mein Parkplatzproblem hat sich erledigt. Weil hier vorne ist ein Autohof. Schwagenheim oder so ähnlich. Da muss ich doch gleich mal gucken. Der ist 7 Kilometer weit weg. Damit komme ich wunderbar klar. Und dann gucke ich gleich mal, wie weit ich oder wie lange ich das dann von Autohof bis morgen früh zur Firma habe. Das dürfte nur normalerweise, ja, die Firma dürfte dann normalerweise so dran, maximal 30 Minuten entfernt sein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil ich konnte gestern nicht duschen. Die Duschen waren außer Betrieb wegen irgendwelcher komischen Arbeiten dort. Und 7 Kilometer hinfahren, um dann morgen früh 7 Kilometer wieder zurückzufahren, ist definitiv eine Dusche wert. Ja. So, noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Da war ich auch noch nicht. Gerade mal durch meine, oder vorhin mal durch mein Büchlein geblättert, da war ich noch nicht. Ich war mir so sicher, aber nee, da war ich nicht.
Das hier ist schon alles die B9. Ja, Speyer vorbei und die Ecken.